Ja, also ich bin Tanja Zell, ich bin 38 Jahre alt und habe bis letztes Jahr an der Universität Saarbrücken studiert. Ja, dann hatte ich eine gute Idee, ich wusste, was ich machen will, aber ich habe mich gefragt, wie komme ich eigentlich an meinen allerersten Kunden? Und ich hatte eine Freundin, die hat zu mir gesagt, die hat schon Erfahrung und ist selbstständig und auch ganz erfolgreich. Und die hat gesagt, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Erzähl jedem, den du kennst und der es hören will, was du machst. Und das habe ich dann auch gemacht und habe es dann zufällig auch einem Geschäftsführer und Freund von mir erzählt, vom Infoberatungsinstitut. Und es kam, wie es kommen sollte. Er hat gesagt, was? Gesundheitsmanagement? Das Thema besetzen wir gerade auch und wir brauchen dringend jemanden, der für uns eine Studie schreibt. Und den Auftrag habe ich dann super gerne angenommen, weil ich damit nicht nur die Gelegenheit hatte, mich auch nochmal in das Thema zu vertiefen und es in dieser Studie festzuhalten, sondern ich habe ganz viele Interviews in ganz tollen Unternehmen führen können, die BGM mehr oder weniger schon eingeführt haben. Ja, und darüber hinaus habe ich meinen ersten Kunden kennengelernt und konnte meine allerersten Referenzen sammeln. Also die Zusammenarbeit mit dem Starterzentrum, das war erstmal eine ganz verrückte Sache. Ich war während meines Studiums immer regelmäßig zum Kaffee trinken bei meiner Freundin Andrea Müller, das ist die Geschäftsführerin von Service Contour. Und da habe ich gesehen, was die immer so machen, fand das ganz faszinierend, dass die da hunderte von Firmen betreuen mit ihrem Office-Service. Und ich habe, als ich angefangen habe, gedacht, das muss super teuer sein, sowas, also sich so ein Büro leisten zu können mit Sekretariat und alles, was dazugehört. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, Fragen kostet ja nichts, jetzt fragst du mal nach, wie das funktioniert. Und habe dann für mich festgestellt, ah, das ist eine super Sache für mich. Und dann hatte ich binnen von 24 Stunden Termin im Starterzentrum mit den verantwortlichen Leuten, mit dem Herrn Dill. Und hatte dann nach 26 Stunden den Schlüssel in der Hand und war nach 28 Stunden hier eingezogen in meinem Office. Hatte Telefon und Sekretariat und alles, was dazugehört und wunderbare Konferenzräume und bin mit allem bestens versorgt. Find your balance ist, das habe ich, so lautet die Überschrift deshalb, weil ich der Meinung bin, dass die Balance die Grundlage für alles ist. Und ich habe festgestellt, dass es nicht nur die Balance ist für Einzelpersonen, also für die bin ich auch da, also in speziellen Coaching-Bereichen. Also ich habe ein Coaching-Angebot auch in meiner Selbstständigkeit. Aber ich glaube, dass die Balance in den Unternehmen ein ganz großes Thema der Zukunft sein wird. Wenn mich die Leute fragen, was ich mache und ich sage, ich bin Beraterin für betriebliches Gesundheitsmanagement, dann ist immer die erste Frage, machst du Rückenkurse in Unternehmen oder bietest du irgendwelche Yogakurse an? Und sind sicherlich auch sinnvolle Maßnahmen, die man einführen kann. Aber die Praxis hat mir gezeigt, dass neben den physischen Belastungen, die es natürlich gibt, die physischen Belastungen auch eine sehr große Rolle spielen. Also die Leute sind immer stärker belastet, stehen unter enormem Zeitdruck. Es wird enorme Flexibilität abverlangt und das führt wirklich dazu, dass die Leute psychisch da immer stärker belastet sind. Und deshalb sind das mit Sicherheit auch große Themen, die im Bereich Gesundheitsmanagement in der Zukunft auch immer stärker zum Thema werden. Und da spielt das Thema Burnout mit Sicherheit auch eine ganz entscheidende Rolle. Also auf die Idee mit der Existenzgründerberatung bin ich hier im Starterzentrum gekommen, weil ich habe unheimlich viele Leute kennengelernt, die geniale Ideen haben, denen es aber erstens mal an einer Struktur fehlt und zweitens mal auch an einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Und da habe ich den einen oder anderen einfach so auch persönlich begleitet und dann habe ich Kontakt aufgenommen, auch mit der Handwerkskammer hier in Saarbrücken und mit der IHK in Saarbrücken, die auch Existenzgründer ausbilden, habe mich da vorgestellt und die haben gesagt, Frau Zell mit ihrer Coaching-Ausbildung, mit ihrem Studium, das sie mitbringen und mit ihren langjährigen Erfahrungen, sind sie die richtige Frau. Lassen Sie sich doch hier als Existenzgründerberater registrieren und stellen Sie sich da zur Verfügung. Und jetzt mache ich das und es macht mir enorm viel Spaß.